Im ersten Video dieser Lektion haben Sie schon einiges über Daten im Gesundheitsbereich erfahren. Dabei ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass es sich dabei um Befunde, um Diagnosen, um die Kategorisierung von Symptomen und um Werte oder um genau zu sein, um Zahlenwerte handelt. Sind wir jetzt bereit, diese in Zahlen gefassten Lebenswerte in einer digitalen Welt für uns sprechen zu lassen? So eine auf statistischen Daten aufbauende Durchschnittsbehandlung mag auch für Durchschnittsprobleme durchaus ausreichend sein. Aber was passiert eigentlich, wenn ich in einen medizinischen Grenzbereich falle? Warum vertrauen wir den statistischen und empirischen Methoden der Medizin so stark? Bevor man sich die Digitalisierung ansieht, muss man den weiteren Kontext sich ein Stück weit vor Augen führen. Vielleicht haben Sie schon ein bisschen etwas davon gehört, aber ich denke mir, für meinen Zweck möchte ich das irgendwie kurz nochmal auf den Punkt bringen. Und diese weiteren Kontexte sind eine starke transformative Kraft, die die Digitalisierung quasi auch unterstützt und vorantreibt. Und das beginnt damit, dass Zahlen und was wir über die Welt und die Gesellschaft und über uns wissen, eine extrem wichtige Rolle spielt. Unsere wissenschaftliche Kultur und ein Großteil unseres öffentlichen Lebens basieren auf dem Vertrauen in Zahlen. Wir sehen extrem gerne Indikatoren für etwas. Wir wollen wissen, ob wir gestern besser schlechter waren als heute, ob es uns heute schlechter geht als vorgestern. Und wir wollen das meistens gerne in irgendeiner Grafik ausgedrückt haben, wo es eine X-Achse gibt, wo die Zeit aufgetragen ist, und eine Y-Achse, wo irgendein Indikator aufgetragen ist. Und wir wollen das in der Wissenschaft wissen und in der Wissenschaft wollen wir halt wissen, wie viel hat jemand publiziert und wie viel Geld hat jemand eingeworben und wie viel. Und im Gesundheitswissen wollten wir halt wissen, wie hoch ist die Sterblichkeitsrate, wie hängt eine Sterblichkeitsrate vielleicht mit anderen Dingen zusammen und so weiter und so fort. Das wollen wir gerne wissen. Daten, Statistiken und Algorithmen, und zu denen komme ich dann ein bisschen später gleich, haben jeden Winkel im Grunde genommen unseres Lebens erreicht. Sie machen Ihren Computer auf, Sie klopfen etwas in Google hinein und schon ist Herr Algorithmus da und erklärt Ihnen, was Sie am besten sehen, was Sie am besten lesen sollten und so weiter und so fort. Also Ihr ganzes Leben wird sozusagen über bestimmte Verhaltensmuster geordnet. Zahlen werden allgemein als Mittel akzeptiert, das verspricht, in der Analyse so etwas wie Objektivität zu erreichen. Und als qualitativer Sozialforscher passiert mir das regelmäßig, dass ich einen Befund vortrage und jemand sagt dann zu mir, könnten Sie das vielleicht auch in Prozentsätzen genau ausdrücken? Und dann sage ich, ich glaube, es ist relativ klar, weil ich habe gesagt, ein bedeutender Großteil der von mir Befragten drückt sich so und so aus. Naja, aber wie viel von wie vielen? Und dann denke ich mir, wie interessant ist es, was würde es jetzt verändern, wenn ich sage, 17 von 33? Zahlen sollen quasi Gewissheit in den Schlussfolgerungen unterstützen. Deswegen setzen wir uns gerne solche Ziele wie die 1,5 Grad als Klimaziel oder die 2 Grad, je nachdem, in welchem Klimaabschnitt Sie gerade sich verpflichtet fühlen. Es ist nicht so, dass es genau dieser Bruchpunkt ist, sondern wir brauchen irgendwie so einen Zielwert als Gesellschaft. Und das ist ganz interessant, weil das natürlich nicht immer so war. Und einige würden sogar behaupten, dass Zahlen unsere Vorstellung von wissenschaftlicher Wahrheit hervorzubringen vermögen. Das heißt, ausgedrückt in Zahlen sind die Dinge, die wirklich halten in der Wissenschaft. Das heißt, Statistiken sind zu einer Weise, die Welt zu sehen geworden. Und die moderne Statistik bietet einen Raum, in dem man Dinge, Sachverhalte dann vergleichbar machen kann. Und damit haben wir die Bedingung für das Entstehen eines politischen und erkenntnistheoretischen Raums, in dem Entscheidungen dann einheitlich durchgesetzt werden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass bestimmte statistische Erarbeitungen uns dazu bringen, dass wir quer zu Ort und Zeit bestimmte Schlussfolgerungen ziehen können. Der Rosier weist auf die Bedeutung der Statistik als administrative Aufgabe der Datenerfassung hin, dass er ermöglicht sozusagen die Verwaltung der sozialen Welt. Und wir können das auch im Gesundheitsbereich sehen. Es erlaubt uns die Verwaltung der Gesundheit eines Landes. Und sie dringt in viele Bereiche vor, eben bei uns insbesondere auch in den medizinischen Bereich. Und ich habe dann Begriffe wie das Gesetz der großen Zahlen, ich habe Durchschnittswerte, Wahrscheinlichkeiten, Stichproben. Diese Sprache gewinnt dann Bedeutung und sie prägen die Art und Weise, wie wir auf die Welt schauen, aber auch auf uns selbst.
wenn wir eine Diagnose bekommen und jemand sagt ihnen, naja, also sie haben ein erhöhtes Risiko zu, was auch immer es ist, was sagt uns das ganz genau? Also was tun wir mit dieser Information? Wie gehen wir damit um? Wir haben dann, wenn man sich das anschaut, die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten und die Figur der Durchschnittsperson, die uns heute ja so gängig ist. Wir denken ja nicht mehr darüber nach, woher das eigentlich gekommen ist. Die Wahrscheinlichkeiten sind dann eine Grundlage für ganz viele Entscheidungen geworden, die wir einfach heute treffen. Und das probabilistische Denken ist eine Methode, mit der die Rationalität von Entscheidungen in Situationen der Unsicherheit begründet werden kann. Damit mache ich so etwas wie eine Objektivierung von Unsicherheit. Und das ist eine interessante Frage. Es ermöglicht uns, zukünftige Ereignisse mit vergangenen Beobachtungen zu verknüpfen. Also ich kann hergehen und sagen, ich habe jetzt eine Kohorte, bin eine Zeit lang beobachtet, da passiert etwas statistisch gesehen und daher kann ich jetzt vorhersagen, dass dies und jenes wahrscheinlich eintreten wird. Und so werden ganz viele gesundheitspolitische Maßnahmen gesetzt, indem wir halt aus einer vergangenen Trajektorie uns eine zukünftige Option ausrechnen. Wir gehen heute von dem so selbstverständlich aus, dass wir uns gar nicht überlegen, wann sind wir eigentlich dazu gekommen, uns das so vorzustellen. Und man geht dann vom Gesetz der großen Zahlen aus. Sowohl Verhalten als auch physische Eigenschaften zeigen eine große Regelmäßigkeit, besagt dieses Gesetz, wenn die Zahlen nur groß genug sind. Und bei Digitalisierung bekomme ich plötzlich unglaublich viele Daten und kann daher auch ganz anders mit diesen statistischen Werkzeugen umgehen. Und dadurch entsteht die durchschnittliche Person als Konzept. Das wird zum Leitprinzip für politisches Handeln. Das heißt, der Durchschnittsösterreicher oder die Durchschnittsmutter oder die Durchschnittskinder und all diese Dinge werden dazu benutzt, bestimmte Maßnahmen zu setzen. Und natürlich gibt es auch für die Gesundheit so etwas wie durchschnittliches Gesundsein. Nur um Ihnen ein nettes Beispiel zu geben, wenn Sie in europäischen Projekten mitarbeiten, dann werden Jahresstunden verrechnet. Wenn Sie nicht voll angestellt sind, müssen Sie die Stunden schreiben. Und da wird angenommen, dass ein Jahr aus 1720 Stunden besteht. Das heißt, das sind einmal alle Werktage minus der Feiertage minus der Urlaubstage und dann wird einfach ein durchschnittlicher Krankenstand eingerechnet. Wir sagen, ja, das ist halt eine Berechnungsart und Weise, aber es wird nicht darauf eingegangen, dass manche Menschen eben mehr krank sind, andere Leute weniger krank sind und daher auch Mittel nicht bezahlt werden, wenn Leute mehr krank sind, als es der europäische Durchschnitt sozusagen ermöglicht. Finanziert wird tatsächlich nur die gearbeitete Stunde. Und das sind interessante Überlegungen, wo man sich halt so fragen muss, okay, was heißt das denn? Natürlich ist das pragmatisch gesehen eine sehr kluge Entscheidung zu sagen, naja, rechnen wir uns doch aus, was der durchschnittliche Österreicher oder der durchschnittliche Europäer an Krankenstandstagen hat und dann rechne ich das einfach ein und dann wird schon passen. Naja, passt halt nicht, wenn Sie irgendwie wirklich krank sind. Dann versagt sozusagen diese Vorstellung, dass man eben nicht der Durchschnittsmensch ist. Zahlen und Medizin kommen auch so zusammen, dass die Quantifizierung so etwas wie eine Vertrauenstechnologie ist. Sie brauchen sich nur jeden Befund ansehen, dann sehen Sie zwei Werte, die beiden Grenzwerte oben und unten und Sie sehen sich selbst dann sozusagen in diesem Balken dazwischen. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad wird Quantifizierung so etwas wie eine Technologie der Distanzierung. Ich kann mich auf Zahlen und quantitative Manipulationen verlassen und das reduziert auch den Bedarf an kontextspezifischem Wissen und persönlichem Vertrauen. Ich kriege einfach den Befund zurück aus einem Labor und ich kann davon ausgehen, dass es da standardisierte Verfahren gibt, die das erledigen für mich und ich brauche diese Personen weder kennen, ich brauche also keine persönliche Vertrauensbeziehung, noch muss ich kontextspezifisch wissen, was dort wirklich passiert ist. Eine Entscheidung, die durch Zahlen getroffen wird, scheint dann zumindest fair und unpersönlich zu sein, denn es schaut so aus, als ob wir entscheiden, ohne wirklich zu entscheiden. Und das ist ganz spannend, das wird Sie als Studierende auch bisweilen betreffen. Da werden dann so Dinge wie Notendurchschnitte herangezogen und ähnliche Dinge. Und dann wird sozusagen davon ausgegangen, dass das zum Beispiel fairer wäre, X oder Y zu tun, als irgendetwas anderes heranzuziehen. Und Sie könnten das im Gesundheitsbereich, wie Versicherungsraten berechnet werden, wenn Sie Zusatzversicherung brauchen und ähnliche Dinge. Das läuft darauf hinaus.
Und der Aufstieg dessen, was heute in aller Munde ist, nämlich der evidenzbasierten Medizin, die könnte man quasi so als eine Kombination aus dem Vertrauen in Zahlen und den Bemühungen zur Kontrolle, Formalisierung und Standardisierung lesen. Und das Buch, das ich hier draufgegeben habe, ist tatsächlich ein historisch sehr interessantes Buch, wo er sehr schön aufzeigt, der Autor, wie wir überhaupt dazu gekommen, dieses Vertrauen in Zahlen zu entwickeln und wie das sozusagen ins Medizinsystem Einzug gefunden hat.